Ich begrüße Oliver von Wurmbrand. Einige von Hallo. euch kennen ihn ja schon, Auswanderungsexperte hier in Dubai. Wir wollen heute über das Thema Auswandern in Deutschland sprechen, weil immer mehr Leute mich ansprechen und sagen, wie komme ich da raus und was ist zu tun? Ich bekomme E-Mails, also bitte nicht an mich schicken, sondern gleich an das Büro von Oliver. Der Link ist gleich unter diesem Tube und da müsst ihr euch auf MM News beziehen und dann werdet ihr auch bevorzugt behandelt. Oliver, wie sieht es denn aktuell überhaupt aus? Also, wir hatten ja vor einem Jahr, glaube ich, oder so gesprochen. Da meintest du, es ist ein unglaublich reger Zulauf, insbesondere auch aus Deutschland, zu beobachten. Wie ist die Situation aktuell? Genau, ja, es ist nach wie vor ein sehr, sehr großer Zulauf aus Deutschland, aus Europa, letztendlich aus der ganzen Welt. Man sieht auch wirklich, dass Dubai voller wird, ja, und immer mehr Leute eben hier in die Vereinigten Arabischen Emirate ziehen, ja, und sich eben hier interessieren, eine Firma aufzumachen, ein Startup aufzumachen. Viele junge Leute aus dem Internetbereich, die ortsunabhängig arbeiten können, quasi digitale Nomaden, die eben dann hier ihre Basis, ihren Sitz aufmachen, um eben von hier aus zu arbeiten und ihre Kunden zu betreuen. Das heißt, da ist schon wirklich ein reger Zuzug. Ja. Durch den Konflikt in Russland, Ukraine kamen natürlich auch sehr viele hierher. Also Dubai läuft momentan schon wirklich richtig gut. Also insbesondere auch die Deutschen, die. Absolut, ja. Also wenn ich mit Kunden aus Deutschland telefoniere, sei es Selbstständige, sei es Investoren oder eben auch Angestellte, die in gewisser Weise schon durchaus frustriert sind, ja, mit den gesamten Um Entwicklungen, es gelinde um es auszudrücken. gelinde auszudrücken, die sind natürlich dann absolut daran interessiert, eben hier in die Emirate zu kommen, hier Fuß zu fassen. Man sieht es im Fernsehen, man sieht auf den sozialen Medien, ja, von vielen Leuten, die hier sind. Und das steckt natürlich dann quasi die Zuschauer und die Follower eben dort an und macht natürlich das Interesse an Dubai nochmal ordentlich größer. Du bist nicht nur Experte fürs Auswandern, sondern auch Passexperte. Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist Gerne. nämlich ein sehr interessantes Thema, weil ich treffe hier immer mehr Leute, die sagen, also irgendwann oder ja, irgendwann gebe ich den deutschen Pass ab. Hast du solche Leute auch als Kunden? Solche Kunden haben wir auch, die einerseits einen Plan B möchten, quasi ein Dokument in der Hinterhand, wenn irgendwas schieflaufen sollte. Andererseits auch Deutsche, die im Ausland wohnen und sich Gedanken machen, ob denn mal die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft kommt, so wie es bei den Amerikanern ist. Also Welteinkommen nennt man das. Genau. Also ein Amerikaner, der hier in Dubai lebt, zahlt trotzdem weiterhin die Steuern nach Amerika, obwohl Dubai an sich ja steuerfrei wäre. Ja. Und bei den Deutschen ist es nicht so. Wenn man hier wohnt und seinen Hauptwohnsitz hat, ist man entsprechend in Deutschland in aller Regel nicht mehr steuerpflichtig. Wenn das mal geändert wird, wird das natürlich gerade für die Expat-Community durchaus ein recht harter Schlag sein. Und da sorgen einige ganz klar vor. Ja, aber zu den Pässen kommen wir gleich noch. Erstmal also Auswandern, Aufenthaltsgenehmigung. Also man kann ja nicht Emirati werden. Also wie läuft das Eigentlich ab? nicht. Also man kann nicht wirklich Emirati werden. Es gibt ein paar Sonderausnahmen, also es ist nicht wirklich so realistisch. Der einfachste Weg hier nach Dubai oder in die Vereinigten Arabischen Emirate zu kommen, ist, indem man eine Firma hier gründet. Dann bekommt man ein sogenanntes Investorenvisum, also eine Aufenthaltsgenehmigung als Investor. Das bedingt jetzt nicht Millionen, die man hierher bringen muss. Da reicht wirklich aus, dass man die Firma gründet. Wir haben viele Kunden, die nur die Gesellschaft hier gründen, mit dem Zweck, dass sie die Aufenthaltsgenehmigung bekommen, ohne aber, dass die Firma hier wirklich aktiv was tut. Ja? Also alleine das Vehikel nutzen, um eben hier die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, ist also auch eine sehr gängige Möglichkeit. Also wichtiger Schritt, man kriegt nicht einfach so ein Visum, sondern man muss erstmal eine Firma gründen und auf die Firma kann man dann die Aufenthaltsgenehmigung gründen oder was? Genau, das ist bei der einfachste und günstigste Weg. Es gibt auch ein sogenanntes Golden Visa, also ein goldenes Visum, eine goldene Aufenthaltsgenehmigung. Das ist dann, wenn man Immobilien erwirbt oder eben wirklich größere finanzielle Investments macht. Wovon sprechen wir da? Also ich kaufe mir eine große Hütte, eine große Wohnung oder sowas. Genau, also ab 2 Millionen Dirham, das sind Das. ungefähr 450.000 Euro, wenn man sich hier eine Wohnung kauft, dann bekommt man auch die Aufenthaltsgenehmigung, solange man die Immobilie besitzt. Man muss dann alle paar Jahre verlängern, aber an sich hat man dann das Aufenthaltsrecht, solange man eben die Immobilie hat. Ja. Sicherlich auch interessant für jemanden, der sich hier auskennt, der hier gegebenenfalls schon wohnt oder schon öfter hier war.
Für jemanden, der noch keinen großen Bezug zu den Emiraten hat, macht es vielleicht nicht so viel Sinn, eine Immobilie hier zu kaufen, bloß dass man hier wohnen darf. Ja. Mhm. Also ich gründe eine Firma, mhm. dann bekomme ich eine Aufenthaltsgenehmigung, auch für meine Frau, für meine Kinder, oder wie sieht das da aus? Genau, also es gibt die Firma, die kann man ja je nachdem gründen, wie viele Gesellschafter dabei sind. Da bekommt jeder Gesellschafter dann entsprechend ein Investorenvisum und der kann natürlich dann seine komplette Familie im Rahmen vom Familiennachzug mit in die Emirate bringen. Also ohne Firma läuft jedenfalls eher nichts? Es ist der einfachste und günstigste Weg. Ja. Was kostet das dann? Eine Firmengründung kostet ungefähr 6.500 Euro und die Aufenthaltsgenehmigung für 2 bis 3 Jahre ungefähr 3.000 Euro. Pro Person? Pro Person. Ja. Und wer die ganzen Behördengänge, die ja hier sicherlich nicht einfach sind, nicht machen will, der wendet sich dann an dich. Der Link ist gleich hier drunter. Aber Achtung, so ein Auswanderungsschritt muss auch gut überlegt sein. Es gibt auch viele Naivlinge, die einfach sagen, die kennen Dubai gar nicht oder sonst was und hier in Deutschland anrufen und sagen, ja, ich will auswandern. Das ist wohl nicht empfehlenswert. Das gibt es tatsächlich auch. Ja. Also Dubai ist ein toller Platz zum Leben. Es ist geografisch sehr geschickt gelegen. Man ist in Europa, Asien, Afrika eigentlich in 6 Flugstunden. Alles ist sehr, sehr gut erreichbar. Man hat eine tolle Versorgung, es ist sicher. Es ist aber auch nicht so, dass hier jeder Lamborghini fährt. Also das ist, was man so in den sozialen Medien sieht, ist natürlich bloß ein ganz kleiner Teil, der gezeigt wird. An sich ist es sicherlich lebenswert, aber es sollte sich natürlich jeder im Vorhinein erstmal ansehen. Das heißt also, erstmal herkommen, genau. Möglichst lange Urlaub machen, möglichst lange da bleiben. Genau. Um zu gucken, ob man es hier überhaupt aushält. Ja, also sowas bei mir letztendlich auch. Ich war jedes Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im nördlichen Teil des Landes und habe dann nach einer gewissen Zeit gesehen, dass das eigentlich für mich der ideale Ort ist und bin dann letztendlich eben hierher gezogen. Ja, also das ist, also das, davon muss man also wirklich sagen, also man braucht schon auch ein gewisses Geld, um ehrlich zu sein, um hier Fuß fassen zu wollen. Also um es mal deutlich zu sagen, Sozialhilfe gibt es hier nicht. Nee, Sozialhilfe gibt es hier nicht. Es gibt allgemein keine großen Leistungen vom Staat, also man muss für die Schule hier selbst zahlen, für den Kindergarten, man muss sich privat krankenversichern, aber im Gegenzug gibt es natürlich auch keine Steuern. Das heißt, wenn man natürlich keine Steuern zahlt, kann ich auch nicht erwarten, dass ich von der Regierung und der Verwaltung irgendwas zurückbekomme. Wenn man natürlich in einer gewissen Gehaltsklasse ist oder ein gewisses Vermögen hat und dann natürlich hier steuerfrei leben kann, dann ist es sicherlich höchst interessant. Es gibt aber auch, das hatten wir im letzten Interview mal besprochen, einzelne Berufsgruppen, die tatsächlich hier auch geködert werden. Ja? Ich habe mal gehört, Feuerwehrleute oder sowas, da ist genau. Alles ganz einfach. Also Feuerwehrleute, Ärzte, viele Spezialisten, die hier gesucht werden, gerade aus Deutschland. Es ist an sich nicht schwierig, wenn man aus Deutschland kommt, eine deutsche Ausbildung hat, auch jetzt im Tourismusbereich, im Gastronomiebereich, hier eine Stelle zu finden. Nur dann ist das Problem, dass die Gehälter extrem niedrig sind, weil man dann natürlich auch mit Bewerbern aus Asien zum Beispiel konkurriert, die natürlich ganz andere Gehaltsvorstellungen haben als jetzt jemand aus Deutschland oder aus Europa ganz allgemein. Ja. Das heißt, rein auf Stellensuche zu gehen, das ist ein bisschen schwierig, wenn man dann entsprechend europäische Gehaltserwartungen hat. Dann lassen Sie sich auch gar nicht rein, weil du musst ja erstmal die 6.500 Euro für die Firmengründung mitbringen, plus die 3.000 dann pro Person für das Visum. Im Prinzip ja, aber wenn man jetzt hier eine Stelle findet und eine Anstellung findet, dann übernimmt das entsprechend der Arbeitgeber. Dann muss man also jetzt nicht selbst eine Firma gründen, sondern man arbeitet jetzt für ein Hotel zum Beispiel, dann entsprechend sponsert einen das Hotel und die geben dann die Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, da hat man keine wirklichen Kosten. Aber wenn wir jetzt hier in den ganzen schicken, glamourösen Hotels sind, die Gehälter sind halt wirklich im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich. Ja? Also da kann man vielleicht von 300-400 Euro rechnen. Im Monat? Im Monat. Ja. Deutlich weniger als also wenn du arm Hotel dann die Nacht kostet. Ja? Wenn du arm bist, dann wanderst du besser nicht aus, oder wie? Entsprechend, wenn man hier arbeiten will, muss man wirklich genau schauen, dass es halt wirklich ein attraktiver Job ist mit einem attraktiven Gehalt. Und die sind hier relativ rar. Das ist nicht ganz so einfach zu finden. Aber es gibt ja auch noch die Leute, die sich was angespart haben und die dann sagen, also ich will in die Sonne und so weiter. Ist es denn nur jetzt der steuerliche Aspekt? Oder ich habe mal von irgendjemandem gehört, ist es immer mehr auch der Sicherheitsaspekt?
Ja, Dubai an sich hat eine extrem niedrige Kriminalität. Das heißt, man kann problemlos hier in der Nacht herumlaufen. Man kann, wenn man in einem Restaurant oder Bar ist, seine Handtasche am Tisch lassen. Das ist also nicht die Schwierigkeit. Man ist hier auf alle Fälle schon sehr, sehr sicher und gut aufgehoben. Das muss man auf alle Fälle feststellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mitgekommen ist. Also der Sicherheitsaspekt wird neben dem steuerlichen Aspekt auch immer wichtiger. Absolut, ja. Und man ist hier natürlich in einer internationalen Gesellschaft. 90% der Einwohner hier kommen aus dem Ausland. Das heißt, nur 10% sind damit eben wirklich Einheimische. Das heißt, man trifft Personen aus aller Herren Länder, die man dann im Freundeskreis hat oder im Kollegenkreis. Auch da geht natürlich ein ganz spannendes Umfeld. Und jeder, der eben hier in den Emiraten ist, möchte irgendwas tun. Er möchte ein Business aufbauen, der möchte irgendwas erreichen. Das heißt, die Stimmung hier ist ganz anders als zum Beispiel in Deutschland. Gut, also diejenigen, die da Infos haben wollen, melden sich bei Oliver, bekommt er bevorzugte Behandlung und dann könnt ihr weitersehen, wie das ist mit der Aufenthaltsgenehmigung. Kurz noch zu den Pässen. Also welche Pässe bietest du an? Wir haben unseren Fokus auf Staaten in der Karibik, da Dominica und Antigua. Das sind so unsere beiden, die wir eben vertreten. Es gibt noch eine Handvoll anderer Staaten in der Karibik, die es anbieten. In Europa macht es zum Beispiel Malta. Zypern hat das Programm vor kurzem eingestellt. Die Türkei bietet es an und dann auch noch ein Staat im Pazifik. Also es gibt etliche Länder, die eben die Möglichkeit bieten an Investoren, die dort in dem Land investieren oder der Regierung eine Spende auf höchst offiziellem Weg natürlich zukommen lassen, dann eben die Einbürgerung verschaffen, sodass man eben dort auch Staatsbürger wird und dann natürlich auch Anspruch auf einen Pass hat. Das sind in der Regel alles Kleinstaaten, kleine Inseln mit 70.000, 80.000 Einwohnern. Was aber nicht so die Rolle spielt, weil man muss letztendlich nicht auf die Insel reisen, man muss auch nicht in dem Land jemals leben. Ja. Ja. Man denkt dann immer, okay, das sind so diese Karibikinseln, aber diese Pässe sind doch sehr wertvoll, weil sie also großzügigen Zugang zu ganz vielen Ländern haben. Also ich habe gehört, visumfrei nach Russland oder nach China oder sowas. Genau, also viele von diesen Ländern haben entsprechend ein visafreies Abkommen mit Russland, mit China, mit dem Schengen-Raum, sprich mit Europa ohnehin, ja. Japan, Hongkong, Singapur, die sind eigentlich alle entsprechend visafrei abgedeckt. Wenn man jetzt einen deutschen Pass hat, bräuchte man zum Beispiel für Russland und für China ein Einreisevisum. Braucht man da nicht. Das Also wenn man bräuchte den man da nicht. Dominika-Pass hat, ja, Genau. zum Beispiel, ist ja auch so Karibikinsel. Und was kostet so ein Pass? Man muss eine Mindestspende leisten von 100.000 Dollar als Einzelantragsteller. Für Familien gibt es dann recht attraktive Pakete. Das kommt so ein wenig darauf an, wie alt die Kinder sind, ja, ob die jetzt Kindergartenalter sind oder vielleicht schon Studenten sind. Wenn sie über 18 sind, müssen sie auf alle Fälle finanziell abhängig von den Eltern sein. Und da gibt es dann entsprechend Pakete von 150.000, 160.000. Pro Person. Nenne ich als gesamte Familie dann. Ach so. Also es wird dann nicht Also, quasi ja. hochgerechnet pro Antragsteller, sondern wenn quasi jetzt ein Antragsteller, ein Elternteil entsprechend dort eingebürgert ist, kann man relativ einfach die restliche Familie entsprechend noch mit hinzuziehen. Dann kriegt man den Pass. Dann kriegen alle den Pass. Dann bekommt man einen Pass und eben letztendlich die Staatsbürgerschaft. Und das ist letztendlich ja das Wichtigste. Das heißt, der Pass, der gilt für 10 Jahre, der kann aber dann natürlich auf ewig verlängert werden. Und sollte man dann Enkelkinder in Zukunft haben oder wie auch immer, dann geht die Staatsbürgerschaft dann auch automatisch eben auf die kommenden Generationen über. Ja, machen da auch immer. Ich hab hier Leute, einen Geschäftsmann, der sehr erfolgreich ist, kennengelernt, der sagt auch, also ich will den deutschen Pass abgeben. Also das werde ich tun. Da haben wir durchaus eben Kunden auch in dem Bereich, die eben dann wirklich komplett abschließen wollen, die schon gegebenenfalls lange hier leben oder allgemein im Ausland und dann eben wirklich die Staatsbürgerschaft und den Pass von einem kleinen, neutralen, friedlichen Land haben möchten. Und den deutschen Pass abgeben. Und den deutschen Pass dann eben abgeben. Ist Ja. ja Wahnsinn eigentlich, oder? Das kommt darauf an, wo man sich letztendlich bewegt. Wenn man sagt, man möchte in Europa nicht mehr wohnen, hat entsprechend damit abgeschlossen, bieten natürlich gegebenenfalls die karibischen Staaten durchaus eine interessante Alternative, weil wenn man zum Beispiel den Pass von Dominica hat oder von Antigua, kann man im Wesentlichen auf allen karibischen Inseln leben. Das heißt, man kann gegebenenfalls auch auf die Nachbarinsel ziehen, was teilweise relativ schwierig wäre. Ja? Nehmen wir zum Beispiel die britischen Jungferninseln. Dort ist es extrem schwierig, als Europäer eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Ist man aber Bürger einer der Nachbarinseln, dann hat man da relativ einfachen Zugang. Also wenn du Pass willst, gehst du zu Oliver. Ab 150.000 geht's los, ja. Ab 100.000 für einen einzelnen Antragsteller in Dominica, das ist das günstigste. Das ist
das, was letztendlich die letzten Jahre aufgerufen wurde. Der bekannteste Staat, der entsprechend derartige Projekte und Einbürgerungen anbietet, ist St. Kitts und Nevis, ebenfalls in der Karibik. Die haben bislang eine Spende von $125.000 erwartet und das wurde jetzt unlängst vor ein paar Wochen verdoppelt, weil die Nachfrage so hoch ist. Dort werden jetzt $250.000 aufgerufen und es ist davon auszugehen, dass auch die anderen Länder, die anderen karibischen Inseln nachziehen werden. Das heißt, das ist aktuell sicherlich eine sehr, sehr gute Gelegenheit, entsprechend davon im Plan B vorzusorgen und da eben noch zu den alten Konditionen entsprechend den Antrag zu stellen. Also Eil ist geboten beim Pass und wenn es ums Auswandern geht, wenn es um Aufenthaltsgenehmigungen geht, wie gesagt, die gibt es hier nur, wenn du auch eine Firma hast, wenn es sich gleich an Oliver. Der Link ist hier unter dem YouTube gleich für alle sichtbar. Schickt mir bitte keine Mails. Also ich beantworte sowas nicht, da muss gleich der Experte ran. Oliver, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und, absolut, spannende Zeiten. Ja, spannende Zeiten. Ne? Nicht nur steuerlicher, sondern auch geopolitischer Natur. Absolut. Vielen Dank, dass wir heute zusammen gesprochen haben. Danke, Michael.